Hoppla. Dies ist die Geschichte der Eiger Nordwand und der zwei Bergsteiger Stefan Siegrist und Michael Pitelka. Ebenfalls dabei Bergsteiger und Kameramann Thomas Ulrich. Morgen wollen die Freunde in die Wand einsteigen und etwas ganz Besonderes wagen. Eine historische Besteigung der Eiger Nordwand. 2 Jahre lang haben sie sich intensiv auf diese Besteigung vorbereitet. Nun wollen sie es probieren. Links auch. Hä? Es ist schon ein bisschen. Der trocknet etwas schlecht ab, oder? Es ist die Geschichte von Mensch und Berg. Die Faszination und Abenteuerlust, welche die Pioniere der Nordwand bereits vor 64 Jahren magisch angezogen hat. Dunkel und abweisend türmen sich die Nordabbrüche vor den Augen der Bergsteiger auf. Heute wie damals ist die 1800 Meter hohe Wand gefürchtet. Mit Hanfseilen, alten Haken, Schuhen und Kleidern aus dem Jahre 1938 wollen Stefan Siegrist und Michael Pitelka, wie damals die Erstbesteiger, die Wand noch einmal durchklettern. Thomas Ulrich will sie dabei filmen. Die Wand ist ihnen an diesem Tag nicht gut gesinnt. Es ist zu warm. Die Verhältnisse sind zu gefährlich. Die Kletterer müssen ihren ersten Besteigungsversuch abbrechen. 500 Meter unter ihnen treffen die ersten Touristen auf der kleinen Scheideck ein. Sie spüren nichts von den Gefahren in der Wand. Auch die Bergsteiger sind bereits wieder unten. Das ist jetzt eine Sache. Es kommt einfach viel zu viel Wasser, oder? Vor allem links ist Bach, oder? Oder Bach? Schon noch? Wenn man sagt, mit dem Wasser. Mit dem Wasser, nicht nur mit Wasser kommt, sondern eben. Halt Steine, gell? Okay. Das ist einfach. Ja, kann ich nicht gut haben. Oder das Wasser, das löst näher auf diesen Felsbändern, löst das näher Steine aus, oder? Oder ist näher der Steinschlaggefahr einfach viel grösser, oder? Das Klettern im Nass, das ging eigentlich noch, aber auch der Steinschlag ist gleich ein bisschen gefährlich. Habt ihr zu viel wollen? Nein. Nur raufgehen. Nein, ich denke, es hätte auch anders können sein, aber man muss halt hier entscheiden. Wir sind zu fünften hoch. Und wir sind andere Ausrüstung. Und ich denke, es ist wichtig, dass man zusammen einen Entscheid trifft und dann den durchzieht. Schwierig gefallen, der Entscheid. Das ist eigentlich relativ klar gewesen, auf das Mal. Ja, das ist ziemlich klar gewesen, mehr oder weniger. Also wäre so, das ist von dem her ist nicht das Problem gewesen. Mit Magnesia, Kletterfinken, sicheren Haken, Klettergurten und starken Nylonseilen, in die sie stürzen können. So klettern Stefan Siegrist und Michael Pitelka normalerweise. In moderner Ausrüstung haben beide unzählige Gipfel erklommen und in der Nordwand schon mehrere Routen als Erster geklettert. Sie kennen die Wand in- und auswendig. Stefan Siegrist ist Profi-Bergsteiger aus Interlaken und gehört zu den besten Kletterern der Schweiz. Es ist ein Reiz, zu probieren. Sind wir heute fähig, auch mit schlechtem Material zu klettern und so einen Ort anzusteigen? Eine Herausforderung ist es sicher, weil man hat einen anderen Druck im Hinterkopf. Erstens
sind Schuhe, wo man sich daran gewöhnen muss. Es ist sehr verhältnisabhängig, wie das geht, in Nordland zu steigen. Die Steigeisen sind sehr schlecht. Man darf nicht daran denken, zum Beispiel, wenn so ein Lederriemen reisst bei einer Steigeisen, die Eishaken sind einfach reingeschlagen, nicht geschraubt. Die Seile wird einfach um den Bauch gebunden. Also, es sind alles Sachen, die ihn belasten, weil man ganz genau weiss, es darf nichts passieren. Michael Pitelka ist Zimmermann. In den 80er Jahren emigrierte er aus der damaligen Tschechoslowakei in die Schweiz. Seine Beziehung zum Eiger ist ganz speziell. Schon von klein auf, als ich noch mit Bergsteigen gar nicht mehr zu tun habe, habe ich Bücher gelesen. Und von dem her war das für mich immer ein Begriff, oder? Unabhängig vom Bergsteigerischen her. Und nachher mit der Zeit, als ich selber angefangen habe und irgendwann, wenn ich nachher in die Schweiz kam und den Jäger erstes Mal gesehen habe, dann war das immer wieder faszinierend. So, jetzt ist besser. Jetzt ist gut. Mir reizt einfach der Vergleich von heute zu damals. Oder? Ich hoffe, dass es nicht so ein grosser Unterschied ist, wie man sich etwas vorstellt. Aber der andere Weg würde ich froh, wenn man am Schluss könnte sagen, die Leistungen, die man heutzutage bringt, sind gar nicht so gewaltig. Oder die für mich wäre es überhaupt nicht so schlimm, wenn man gar nicht das würde schaffen, oder? Von dem her, es geht nicht. Oder vielleicht jemand anderer kann das, aber für uns war das doch zu viel gewesen, oder? Mit den alten Mitteln. Und vielleicht sind wir auch nicht mehr so bereit, so viel riskieren wie sie damals. Die Eiger-Nordwand galt bis 1938 als undurchsteigbar. Dies stachelte den Ehrgeiz der Bergsteiger noch mehr an und führte zu menschlichen Tragödien. Im Sommer 1936 wagt eine Seilschaft um Anderl Hintersteußer einen neuen Anlauf. Er findet in der Wand einen entscheidenden Quergang. Dann aber macht er einen fatalen Fehler. Wir haben einen Stand da. Ich muss das Seil abziehen. Er zieht das Seil ab, das ihnen einen sicheren Rückzug erlaubt hätte. Andel! Das Wetter schlägt um. Willi Angerer bleibt verletzt hängen. Sie müssen zurück. Als sie zum Quergang kommen, sind sie gefangen. Das Seil fehlt. Drei von ihnen werden von Lawinen in den Tod gerissen. Nur einer überlebt, Toni Kurz. Retter eilen zu Hilfe und reichen ihm ein Seil, mit dem er sein eigenes Seil verlängern kann. Knapp über den Rettern ist Schluss. Toni Kurz bringt den Knoten des Seils nicht durch den Karabiner. Mit den Worten, ich kann nicht mehr, stirbt auch Toni Kurz. Toni! Toni! 9 Menschen haben bis ins Jahr 1936 in der Wand ihr Leben gelassen. Die Nordwand wird zur Mordwand. Die beiden Deutschen Anderl Heckmeier und Ludwig Förg hält dies aber nicht davon ab, es im Juli 1938 erneut zu wagen. Heckmeier hat die Route und die Wandverhältnisse genau studiert. In der Wand holen sie die beiden Österreicher Heinrich Harrer und Fritz Kasparek ein. Sie schließen sich zu einer einzigen Seilschaft zusammen. In Sturm und Gewitter erreicht die deutsch-österreichische Seilschaft am 24. Juli 1938 die Spitze des Eigers. Die Wand ist bezwungen. Und lang. Heckmeier ist heute 96-jährig. Was waren das für Menschen, die ein solches Risiko eingingen? Man musste ein Selbstvertrauen haben. Und das habe ich in großen Mengen gehabt. Sie haben den Weg
so gut gefunden? Ja, in dem Nordland? Ja, ein Instinkt. Ja. Instinkt war das? Ja. Ja. Ich habe mir es ja genau angeschaut. Und ich habe schwere Touren drauf links vorher gemacht gehabt. Ich habe vollkommenes Vertrauen zu mir selber gehabt. Und die anderen haben auch das getan, was ich gesagt habe. Ich war einfach der Führende. Und jeder hat das eng gesehen. Sonst wären wir tatsächlich nicht durchgekommen. Anderl Heckmeyers alpinistischen Fähigkeiten ist es zu verdanken, dass sie durchkamen. Die Tücken der Wand sind Heckmeyer bis heute präsent. Das Wetter umhaut, sobald sich da in Schwierigkeiten kommt oder da man sich vergeht und keinen Sinn dafür hat, wo es am besten geht, das ist, da muss man schon ein Bergsteiger sein. Und wenn einer kann, ist und man, der braucht bloß dann aufkrabbeln. Ja, da lebt er nicht lang. Heckmeyers Name ist von da an mit der Eiger Nordwand verbunden. Heckmeyer-Route, so nennt sich von nun an die klassische Route. Den zweiten Erstbegeher, den sie besuchen, ist Heinrich Harrer, der später vor allem durch seinen Aufenthalt in Tibet und sein Buch »Sieben Jahre in Tibet« weltberühmt geworden ist. Harrer, der Abenteurer, reiste dank des Erfolgs am Eiger um die ganze Welt. Er hat sich bereits zu Lebzeiten sein eigenes Museum errichtet. Die Händedrücke sind die Händedrücke ordentlich. Zwei, wo ist der dritte? Hallo, Herr Harris. Thomas. Natürlich hat sich das Augenmerk schon auf die Wand gehabt. Es war doch so, es waren alle Probleme, das waren ja die drei Probleme, damals Matterhorn, Schrass und Eiger. Die anderen zwei waren gelöst, das Schwerste war übrig geblieben. Ja, ja. Also es war ganz natürlich, dass sich alle Kletterer, die in der Lage waren, sowas zu machen, haben sich natürlich jetzt konzentriert auf die Eiger Nordwand. Das war nichts Besonderes, das war ein normaler Vorgang. Die Nazis schlachteten den Sieg der deutsch-österreichischen Seilschaft am Eiger hemmungslos aus. Hitler lud die Helden zur persönlichen Audienz. Der Österreicher Harrer, links von Hitler stehend, war damals schon NSDAP und SS-Mitglied. Er wurde nach seinem Erfolg am Eiger von Hitler besonders gefördert und durfte an einer Expedition im Himalaya teilnehmen. Für mich war die Eiger Nordwand das Sprungbrett, um meinen Ehrgeiz endlich von Europa wegzugehen. Hätte ich nie ein Geld gehabt, zum Nanga Parbat zu gehen oder in die Anden zu gehen, überseeische große Berge zu besteigen. Ich wollte auch immer schon in Terra del Fuego, ich wollte immer schon nach Feuerland gehen, als Jugendliche schon. Und nun hatte ich da plötzlich dieses Sprungbrett durch den Eiger bekommen und habe das ergriffen und bin dann eben zum Nanga Parbat gefahren und dann in die Gefangenschaft. Und das ist ja eine bekannte Geschichte. Für die Eiger Nordwand verkauften einige ihre Seele. Andere ließen für die Wand ihr Leben. In der Schmiede in Courmayeur arbeitet Walter Grivel. Sein Onkel schmiedete bereits um die Jahrhundertwende die Steigeisen für die Bergsteiger. Nun fertigt Walter Grivel nach den Vorlagen seines Onkels noch einmal die historischen Steigeisen für die jungen Eiger Nordwandkletterer. Ah, Sie machen unsere Steigeisen. Die sind noch aus dem Jahr 1910, aber das Modell ist dasselbe. Die wurden noch aus Eisenbahnschwellen angefertigt. Jene hier wurden schon aus Stahl gemacht. Sie sind aus Aosta und viel leichter und besser. Heckmeyer hat uns gesagt, dass er mit solchen Frontzacken gestiegen sei. Ja, ja, das ist richtig. Genau solche hat er benutzt. Genau solche hat er gehabt. Diese Zacken konnte er vorne ins Eis schlagen.
Glauben Sie, dass es keine Probleme gibt, mit diesen Steigeisen durch die Eiger Nordwand zu klettern? Nein, nein. Dort gibt es ja viel kombiniertes Gelände, Schnee, Eis und Fels. Die passen bestens. So glaube ich wenigstens. Ja, ja, das werden wir dann sehen. Testen Stefan und Michael die alten Steigeisen und Haken auf dem Grindelwaldgletscher. Das Problem ist wegen Schuhe, oder? Das sind einfach zwei. Da kannst du sowieso nicht richtig vorne draufstehen, so wie bei normalen steigeisenfesten Schuhen. Frontsachen kannst du immer vergessen, oder? Ja, weil der Schuh biegt sich so fett. Das muss ich sicher in meinen Händen probieren, die zusammen zu tun. Vielleicht kann man diese gar noch etwas verkleinern. Das mal. Nach den ersten Versuchen finden sie heraus, dass die Frontzacken an den Steigeisen, die damals als revolutionär galten, längst nicht die Sicherheit bieten, die sie sich erhofft haben. Mit modernem Pickel und neuartigen Steigeisen könnten sie eine solche Wand senkrecht hochsteigen. Nicht so mit dem alten Material. Ja, dann schauen wir, wie das da funktioniert mit den alten Steigeisen, Pickel und Haken. Das ist natürlich schon nicht die gleiche Technik wie heutzutage. Ja, einfach. Pickel kannst du nicht brauchen, um eben nur vier Stufen schlagen, mehr oder weniger. Und Haken, sie helfen sich schon noch gut. Man kann die nachher nicht rausdrehen wie heutige Schrauben, sondern musst du die wieder raushacken, oder? So. Das ist schon nass. In der Schuhmacherei von Albert Bohren lassen sie sich nach alter Väter-Sitte die Bergschuhe mit Trikuninägeln beschlagen. Das Original von hier aus dem Berner Oberland gemacht, oder? Hast du auch wenig Nägel drin gehabt? Ja, das ist halt einfach Gewicht, wo man für Gäbe aufzieht. Dort, ja. Das ist aber der Schutz. Ja, natürlich. Das Leder, ja. Jetzt ist so eine Vorlage. Also das ist eigentlich der nächste, der jetzt so dahergeht. Der sogenannte Trigunibschlag, nicht? Ja, ja. Was der Heckmeier noch gesagt hat, ist, dass sie eigentlich hier die Nägel in der Mitte haben sie auch weggenommen. Also die sind eigentlich rein zum Schutz da. Ich würde vielleicht gar nicht zu weit führen, ich würde vielleicht diesen Bereich ein bisschen leer lassen, oder? Und im hinteren Bereich. Einfach ja, wo man drauf versteht. Ja, ja, vor allem müssen wir schauen, wie das hat im Fels. Also, wahrscheinlich ist das schon noch anders als mit Gummisohle in reinem Fels. Im Schnee oder Eis ist das nachher schon noch ähnlich wie mit Steigeisen, nehme ich an. Aber im Fels ist das sicher. Vielleicht muss man ein bisschen anders stehen. Und, ja, ich denke, so ein feines Drittel oder mit den Frontzacken von der Eisen kannst du reinstehen, oder? Dann wird es ja, sofort nur ist das Problem, dass schwierig. Der Schuh ist eben nicht so fest. Ja, gemessen am anderen, was hier hin. Man muss sagen, ist es wahrscheinlich schon nicht tauglich, aber. Aber das zeigt ja
wie das ist, oder? Können dann die, die hier gehen können, das erzählen? Hey, Charakter, hä? Statt mit steifen Schuhen und modernen Vibram-Profilsohlen kletterten die Bergsteiger damals mit biegsamen Lederschuhen mit Metallbeschlag. Ja, da siehst du sofort auf dem Fels, dass da einer mit genagelten Schuhen. Ja, der ist schon noch glatt hier. Wenn du ein kleines Kantchen hast, ist es schon vorbei. Ja, ja. Es ist aber noch wichtig, dass man weiss, was das Markt verleiden hat, oder? Auf das Reibig. Die Eiger Nordwand erlaubt keine Fehler, sagt man. In der Eiger Nordwand darf man nicht stürzen. Im Innern des Eigers führt die Jungfraubahn auf das Jungfraujoch. Sie macht einen Spezialhalt für Stefan und Michael, denn von hier führt ein direkter Weg in die Nordwand, das Stollenloch. Die beiden wollen heute in der Nordwand ihr Hanfseil testen. Im Gegensatz zu ihrem Kletteralltag tragen sie keinen Sitzgurt, an dem sie sich anseilen, sondern binden sich das schwere Seil um die Brust. Hey, ich habe noch so angefangen zu klettern vor 25 Jahren. Und da haben wir noch keine Gestellte gehabt, da haben wir uns nur so angeseilt. Noch damals in Tschechien. Aber da haben wir vor allem im Elbsandstein geklettert und dann durch den Türmen, oder? Aber das hat man dort seit fast 100 Jahren so angewendet. Das ist nicht etwas, das haben wir damals erfunden. Oder? Das haben sie dort schon ziemlich lange gebraucht. Wo hat das? Solange ein Seil hat und die Körper schon. Aber das Problem ist, dass man verleidet natürlich nicht den Eisenstürz. Sonst ist das Brust halb abeinander. Das ist eben schon andere. Das ist eben nicht die angenehme Sache, da drin fliegen. Ja. Ja, früher haben sie immer gesagt, ich darf nicht stürzen, das zählt jemand für uns auch. Ja, stürzen darf schon. So kleine, aber so kleine Dreirutscher macht nichts. Ja, ja. Aber richtig vor allem, stürzen. Wenn du im Überhängenden würdest bleiben hängen, dann hast du nur mal irgendwie anderthalb Minuten bist du erstickt, oder? Dann musst du sofort mit einem Bein da hinten so drüber, oder? Warte, hab es mal. Und nachher, ja, nachher so entlachst, oder, dass das Gewicht nicht nur ums Brust. Sondern bist du am Bein, dann musst du aber sofort Brustschlinge montieren und Trittschlinge gerade tun, oder, dass du kannst tristen mit dem Fuß. Steff! Jetzt mal schauen, wie das tut. Jetzt kannst du probieren. Ich fliege mal rein. Tust du lieber Sachen, bevor du reinhängst? Ja, das ist kein Problem da. Geht! Du presst dir die Luft raus. Ja, das war natürlich jetzt fast nichts, oder? Ja. Wenn du da ein paar Meter fliegst, das sieht gross, noch anders aus. Okay, ja. Ja, kannst kommen. Ja, du damit. Gross einstürzt, ist dir nichts. Hier in der alteingesessenen Seilerei Berger wurde das Seil gefertigt. Als Konzession für die Sicherheit haben sie den Kern des Hanfseils allerdings leicht verstärkt. Hallo. Das ist euer Seil, das wir im Berg haben. Das ist das Spöngarn, das wir hier außen den Kranz machen. Und in der Mitte haben wir von der Mammut Sport zwei Polyesterzwirn angeliefert bekommen, wo wir euch als zusätzliche Sicherheit hier in das Seil hineinlegen. Das ist jetzt die Litze, die wir hier gemacht haben. Und die wird jetzt vierfach hier auf der Bahn zusammengedreht von Michael und von Peter.
Das ist ja super. Hey. Hat er jetzt mit seinem Tempo fertig vom Training bestimmt? Wie stabil ist dieses Hanfseil? Seiltest in der Sturzanlage des Seilherstellers Mammut AG. Normalerweise testet die Bergsportfirma hier im Rahmen der Qualitätskontrolle ihre modernen Nylonseile, bevor sie in den Verkauf gehen. Das Hanfseil wird dem gleichen Test unterzogen. Es wird ein Sturz von 80 Kilogramm aus 5 Meter Höhe simuliert. Mit zwei Seilen wäre das interessant. Zwei vielleicht auch, können wir dann auch machen, oder? Wie geht's? Ja, früher. Jetzt macht er aber noch nicht zu. Oh, das wird spannend. Das ist extra. Ja. Das ist schon, oder? Ich glaube, es hat nicht. Ja, das ist ein Mensch. Ja. Ich verwende das. Ja! Ich hoffe es! Das quetscht auf dem. Du, aber. Das Hanfseil reißt bereits beim ersten Sturz. Ein modernes Seil hält zwischen 6 bis 10 solcher Stürze aus, bevor es reißt. Macht das nicht noch Angst, wenn man sieht, wie das klebt und tut? Ja, klar ist das schon ein bisschen beängstigend, aber man darf das natürlich nie so weit lassen, dass man solche Stürze macht oder in der Wand. Der eigenen Nordwand oder in Alpen Gelände darf man sich das auch oder so nicht erlauben. Ob jetzt mit modernem Ausrüstung oder altem Seil. Das Gelände ist dementsprechend sturzunfreundlich, dass es so oder so gefährlich wäre. Oder? Es ist der 16. August 2002. Nun nehmen die Kletterer einen zweiten Anlauf. Einen Sommer lang haben sie das alte Material getestet und optimiert. Mit den alten Schuhen und Steigeisen haben sie verschiedene Touren unternommen. Sie sind bereit. Morgen soll es losgehen. Das haben wir sowieso nicht im Rucksack, oder? Von dem her. Ja, ja. Ja, ich habe eigentlich schon mal grossen Respekt, weil es ist ein Material, das wir doch ausprobiert haben, aber wo doch noch so gewisse Fragezeichen dahinter sind. Es hat der Materialtest ist durchgeführt worden, aber nicht unter wirklich extremen Bedingungen. Und das wird sich dann zeigen, wie gut es geht und wie gut es verhält. Ja, höchstens. Also, okay, hä? Am 17. August morgens um 6 Uhr erreichten die beiden den Hintersteußer Quergang. An diesem geschichtsträchtigen Ort starb Toni Kurz im Jahr 1936. Aber ziemlich kaputt, oder? Ziemlich kaputt, ja. Hast du noch gelacht? Ich bin mit Schlittschuhe, oder? Obla! Die Henke, oder? Guck, das ist noch ein bisschen feucht, der Fels. Ein bisschen weicher. Macht ja, das feucht oder nass? Uff. Tropft nicht. Ja, das tropft ging mehr jetzt. Ja, ja. Kunste. Mit der langen Wartezeit ist das viel immer. Ich bin immer mehr nervös geworden, irgendwie immer mehr Respekt von dem Ganzen. Das hat sich gesteigert. Oder am Anfang hätte ich da vielleicht weniger Respekt gehabt. Oder nicht, dass ich das irgendwie überhaupt warne. Aber das ist mit der Wartezeit ändern größer geworden. Und der Respekt von der RSBG sowieso. Oder das hat man von Anfang an gewusst, dass man das gar nicht vergleichen kann. Aber die Leistung war natürlich schon wahnsinnig gewesen. Schöne Spur gemacht, Michael. Steigetritt. Stefan und Michael folgen der Heckmeier-Route und überwinden den Hintersteußer Quergang. Um 9 erreichen sie das zweite Eisfeld.
Tief unten im Tal liegt Grindelwald. Rund 1000 Meter